So, salve des Kibuli des Kibulekwe und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, bis einer weint und dieser einen werde ich sein. Und ich habe das Gefühl, dass ich heute sterbe, weil ich habe mir jetzt einfach mal festgesetzt, dass ich als nächstes jetzt wirklich Diamanten suchen werde. Ich weiß, ich habe in der letzten Folge gesagt, wir werden erstmal Dingens holen, da hinten, Sand und sowas, und das können wir ja auch tun. Aber bevor wir das alles tun, würde ich sagen, ich muss mir erstmal eine Kiste bauen, damit ich mal meine ganzen... genau. Nee, da kann man leider keine Kisten bauen. Hier kann man eine Kiste bauen. Ich werde mir erstmal... Wobei, ich kann mir gleich zwei bauen. Damit ich mal meine Sachen ablegen kann. Ich würde sagen, dann nutzen wir doch gleich mal diesen Raum hier. Ist doch hier der Wahnsinn. So. Übrigens könnte ich hier eigentlich mal eine Fackel hinsetzen. So. Was brauchen wir denn nicht mehr? Warum habe ich hier eigentlich Iron Ore? Das müssen wir doch schmelzen. Da. Holen wir da rein. So. Also was brennt da hinten noch? Ah, meine Steine, genau. Meine Stones. So. Also, das brauchen wir nicht. Das. So viel Essen brauchen wir eigentlich nicht, weil ich habe ja das hier noch und das hier noch. Das reicht eigentlich vollkommen. Stone brauche ich auch nicht zum Bauen. Ein Stack Cobblestone nehme ich mal mit. Wolle brauche ich nicht, gehe unter die Erde, Dirt, wobei kann man eigentlich immer mal gebrauchen. Leder brauche ich nicht, die Enderperle brauche ich nicht. Brauche ich dann erstmal auch nicht, da vielleicht, wenn ich mir Lava holen will. Ich habe jetzt halt das Problem, wenn ich runtergehe und Diamanten suchen will, da ist ja viel Lava, deswegen muss ich unbedingt hier Wasser mitnehmen, auf jeden Fall. Coal brauchen wir auch nicht alles, aber wir ordnen das hier mal schön an. Das hier direkt daneben dran. Wobei, nehmen wir mal so. So. Und. So, guck mal, das sieht doch echt so schön aus. Übrigens, ja, ihr habt es vielleicht festgestellt, ich habe jetzt schon wieder ein neues Texture Pack. In letzter Folge hatte ich ja ein anderes. Hat mir aber persönlich nicht so gut gefallen. Es war zwar alles so Realistic-Gedöns, aber ich stehe eigentlich eher so auf den Comic-Stil und deswegen finde ich das hier eigentlich ganz smooth so. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich dann den Shader ganz weglassen soll, weil ihr sagt, ja toll, Tobi, so cool ist es eigentlich nicht. Mach lieber ohne Shader oder sagt ihr, nee, genauso wie es jetzt ist, so ist es eigentlich ziemlich cool, lass es so. Oder sagt ihr, hey, nee, mach ein anderes Texture Pack. Was auch immer, schreibt es mal in die Kommentare. soll ich ein bisschen Sand holen vielleicht? Das kann dann ja, währenddessen ich unterwegs bin, kann das dann ja, kann das ja dann ein bisschen Glas produzieren. So können wir das eigentlich machen. Machen wir das so, genau. Ja, machen wir das so. So. Tobi ist hier am Holz. Ja, am Holz. Sand abbauen. Sand habe ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen, ne? So. Dam, 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 dam. Es gibt bestimmt irgendeine schnellere Methode, ne, Sand abzubauen, aber naja, ne? Ich wäre ja nicht ich, wenn ich einen Plan hätte. Das wäre ja irgendwie, das wird gar nicht zu mir passen, wenn ich auf einmal wüsste, wie das funktioniert alles. Das wäre ja zu einfach, ne? Deshalb. So. Das reicht. Oh. Bevor ich hier noch ertrinke, gehe ich ja lieber mal raus. Komm schon. Ah! Jetzt. Hallo? Ich würde gerne rausgehen. Nehmen wir noch ein Wasser mit. Ein Wasser. Für den Fall der Fälle, dass man das mal brauchen könnte. Falls ich zweimal in Lava reinfliege. Und da unten gibt es ja nicht so viel Wasser. Guck mal, da wird das heller hier. Wow. Okay. Ach, was mache ich denn? Ich muss ja hier hoch, weil ich mir den anderen Weg zugebaut habe. So, bim, dim, 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 dim. Ach, perfekt. So. Dann werde ich noch ein bisschen Kohle dazu. Oh. Nee, so viel wollte ich jetzt nicht. Wir mal, so. Ich muss aber... Ich würde sagen, ich nehme noch ein... Wobei, habe ich Holz? Dann mache ich mir schon mal ein Crafting Table, damit ich mir dann unten notfalls noch ein paar Fackeln machen kann. Dirt brauche ich eigentlich nicht.
Hier ist doch schon irgendwo Dirt. Dirt. Das klingt wie Derp. So, aber hier kommt ja mein Eisen. Nimm's mal mit, kannst du mal gebrauchen. Hier macht er das Glas. Habe ich noch irgendwas zum Brutzeln? Ne, das ist schon alles gebraten. Hier ist noch Steine und Holz. Brauchen wir alles nicht, ne? Da! Gut, dann kann das jetzt schon mal brutzeln. What? Und wir gehen jetzt wieder in unsere Höhle. Und dann graben wir uns nach unten. Und suchen Diamanten. Und vielleicht treffe ich ja auf einen Dungeon. Das wäre mega fresh. Sehr fresh. Das wäre so fresh. Übrigens, die Fackeln, die leuchten gar nicht, sehe ich gerade. So, und jetzt muss ich mal kurz schauen, welcher Höhe ich eigentlich bin. Es dauert noch ein bisschen. Aber ich kann ja hier einfach runterlaufen. Sterbe ich, wenn ich da runterspringe? Wahrscheinlich. Ja, nee. Das war eine dumme Idee. Soll ich da runterspringen? Ja. So. Nochmal. Ach, hier weiß ich, jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Ich hab's schon mal gesagt. Ich werde hier sterben, weil ich irgendwie so dumm bin. Also ich werde wahrscheinlich voll ausgerüstet sein, jedes Monster töten können und dann sterbe ich. Oh, da war ich noch gar nicht. Ist ja verrückt. Oder war ich hier schon? Nee, hier war es noch gar nicht. Spritzt die Wand an, ist ja crazy. Okay, dann werde ich wahrscheinlich sterben, weil ich irgendwo runterfalle. Ja, aber Kohle brauche ich jetzt nicht. Ich brauche keine Kohle, ich will Diamanten, Dudes. So, auf Ebene 10 bis, oder ich gehe mal auf Ebene 12 dann. Noch, das heißt, ich muss mich jetzt irgendwo runtergraben. Das Ding ist, ich muss ja dann auch irgendwie wieder rausfinden, ne? Aber ja, das kriegen wir hin, ne? Ich würde sagen, dann nehmen wir das hier. Oh, das ist Eisen. Egal. Ich habe genug Eisen. Oh. So, dann nehme ich das hier jetzt als Tor. Oh. So. Dann graben wir uns hier mal runter. Was mache ich eigentlich, Tobi? Also dank des Shader Packs ist es halt ein bisschen dunkel. Aber wir haben ja Licht. Das heißt, alles kein Problem. Habe ich eigentlich noch eine, habe ich noch eine Pickaxe? Nee, habe ich nicht. Aber notfalls kann ich mir noch was machen. So. Oh Gott. Ich würde sagen, ich mache mir dann gleich Treppen, weil dann muss ich nicht so dumm die ganze Zeit hochspringen. Übrigens habe ich schon wieder vergessen, mir einen Timer zu stellen. Ich muss mir mal angewöhnen, wenn ich anfange zu spielen, mir auch dann irgendwie einen Timer zu stellen, weil sonst weiß ich nicht, wie lange ich schon spiele. Warte mal, ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Es ist früh am Morgen. Ja. Wobei, ich könnte mir jetzt noch schnell einen Timer stellen und dann sagen, von jetzt an, genau, so machen wir das. So. Welche Ebene sind wir? 27. Oh ja, genau, dauert noch ein bisschen. Okay. Moment. Gib mir eine Sekunde. So. Wenn ich den Shader ausmachen würde, müsste ich auch nicht so viele Fackeln eigentlich verbrauchen. Aber der Shader sieht einfach cool aus. Den muss ich lassen. Ach je. Oh, da habe ich jetzt... Oh, scheiße. Das war jetzt natürlich wegen dem blöden Eisen. Ich brauche eigentlich kein Eisen, ne? Es wäre cool, wenn ich mal Gold finden würde oder sowas. Ist das Gold? Nee, das ist Eisen. Okay. Oh, schon wieder. Jetzt, weil es hier so unnormal dunkel ist, sieht man halt echt nichts. Ah, Mann. So, wir kommen langsam auf die richtige Ebene. So. Okay. Aber jetzt, bevor wir irgendwas tun, habe ich schon eine Idee. Ich mache hier nämlich jetzt Treppen hin. Warte mal. Wobei jetzt meine Stone-Axe, meine Pickaxe schon fast wieder leer ist. So, hier ging nochmal Treppen. Wenn ich das jetzt wüsste, ne? So wahrscheinlich. Vermutlich so. Yes. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir genug. Ja, 64 reicht, oder? Reicht es? Ja, es reicht. So.
Oh, dann habe ich natürlich immer ein bisschen zu blöd hier. Okay. Da eins, da eins. Hier kann man leider ganz hinmachen. Muss mal die Dinger hier höher. Oh. Hä? Was geht denn hier ab? Das wollte ich jetzt aber nicht hier, ne? So, genau. Supi. Ist ja richtig schön. So. Ist wahrscheinlich jetzt mega unnötig, was ich mache. Ah, ich kann das ganz schnell wegmachen. Aber ich will später einfach schnell wieder hochkommen, falls... ich will später schnell hochkommen. Ah, ich bin so ein Ferkel. Scheiße. Oh, was ist das? Warum? Hä? Nee, das war jetzt falsch. Ach Mensch. So, kommt schon. Ein bisschen konzentrieren hier. Manche Let's Player machen das in Sekunden. Ich mache das halt jetzt mal ein paar Stunden. Für alle. Dafür schaut ihr die Let's Plays, weil ihr über mich lachen könnt. Wollt. Dürft. Oh. Sag mal, warum, hä, wenn ich das hier hinbaue, warum sieht das... Ah, der macht das verkehrt rum dann, hörst? Muss ich mal hier draufsetzen dann. Okay. Und setze das irgendwie falsch rum drauf. Das macht keinen Sinn. So, dann sind wir auch schon hier oben. Gut. Wenn ich hier hochrenne. So, und wieder runterrennen. Und ich glaube, wenn ich hier noch einen Stein mit upcraften könnte, würde das sogar noch ein bisschen cooler aussehen, ne? So, nichtsdestotrotz sind wir jetzt in der richtigen Ebene. Das ist ja schon mal ganz, ganz smoothie, dass wir es bis hierhin schon mal geschafft haben, ohne zu sterben. Oh. Dann, muss ich aber hier natürlich ein bisschen Platz machen. So, okay. Ich spiele den Crafting Table wieder findet. Ah, hier ist die 12. So. Und hier würde ich sagen, schauen wir einfach mal, ne? Ich spüre sowieso, dass gleich irgendwo wieder Lava kommt oder so. Ich tue einfach mal in beide Richtungen irgendwie bauen, so. Wobei, wenn, dann würde das ja irgendwie natürlich in verschiedenen Richtungen oder wie, ich weiß gar nicht, wie viel Diamanten immer nebeneinander liegen, ne? Das würde mich mal interessieren, so. Oh, da war gerade Lava, oder? War da gerade Lava? Da war gerade irgendwas. Nee, war es ein Bug. Ich dachte gerade eben schon. Ich dachte gerade eben schon. Ja. Das heißt irgendwie, man soll immer 10 Blöcke in eine Richtung und dann 10 Blöcke in die andere Richtung oder sowas bauen. Aber wisst ihr was? Gebe ich einen Scheiß drauf. Hast du gerade gehört? Da war gerade irgendwas. Da war gerade, glaube ich, irgendein Monster. Oh. Das sind schon mal rot. Das ist schon mal gut zum Leveln. Aber habt ihr das gehört? Hier ist irgendwo ein Monster. Oh yes. Oh yes. Da geht's runter. Und da unten werden dann wahrscheinlich auch Monster sein und so. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so weiter und machen so, als hätten wir nichts gesehen. So, lala, was war da? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Was? Oh, scheiße! Nein! Scheiße. Okay, da ist schon mal Gold. Oh Gott, hatte ich gerade, Alter, der gerade einen Schock fürs Leben, ne? Holy Mother. Ich muss jetzt sowieso zurück, weil meine Dingens gleich alles. Aber gut, erstmal craften wir hier das. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, habt ihr auch das Gefühl, dass ich fühle mich irgendwie ein bisschen beobachtet gerade, ne, von irgendwelchen Monstern oder so, die nur darauf warten, dass ich einen Fehler mache. Naja, so, gehen wir mal zurück, beziehungsweise verbrauchen wir kurz hier die. Oh, guck mal, das sind eigentlich so voll die Lampen, Laternen hier. Aber hier ist nichts, oder? Nee. Da hinten ist auch nichts. Nee. Nee, okay, das ist dann doch nur eine Unterwasserhöhle. Aber ich höre Monster. Also in der Nähe muss irgend... Oh.
In der Nähe muss irgendwo was sein. So viel ist sicher. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal hier die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und da suche ich dann das Monster, was hier rumgedönst. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt es doch bitte mit einem Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, was ich noch so tun könnte. Und dann sehen wir uns morgen wieder.